Viele weitere von mir gedrehte Filme über Stell- und Campingplätze findet ihr auch direkt bei www.womoklik.de. Womoklik, das Original. Soeben bin ich in Stowe angekommen. Stowe gehört zur Gemeinde Drage im Landkreis Harburg. Hier möchte ich den Wohnmobilpark Stowe Strand besuchen. Dazu fahre ich der ca. 2 km langen Einfahrt dem Damm entlang. Am Ende der Zufahrt halte ich mich rechts, überquere den Schutzdamm und sehe schon die ersten Camper auf der großen Wiese stehen. Nun fahre ich zum eigentlichen Stellplatz direkt an die Elbe. Gut so, der Stromanschluss ist gleich an meinem gewählten Platz. Sobald ich eingerichtet bin, laufe ich über den Damm zurück zur Anmeldung. So, liebe Womoklik-Freunde, wir sind jetzt hier in Hamburg, aber neben mir steht der Norbert. Aber dein Stellplatz steht ja nicht in Hamburg. Wo steht denn der? Ja, mein Stellplatz steht in Niedersachsen, direkt aber an der Hamburger Grenze. Wir gucken hier von Hamburg über die Elbe auf meinen Stellplatz, da vorne. Da vorne, ja. Und der ist in der ganzen Länge, wir sind jetzt das abgefahren. Wie lange ist das etwa? Der ist 1 Kilometer lang und besteht aus verschiedenen Abschnitten. Einmal gibt es den Topplatz, wo die Wohnmobile ganz alleine für sich stehen. Aha. Und dann haben wir noch einen Hafen, wo wir die Liegeplätze haben. In diesem Hafen haben wir noch ein Hausboot als Restaurant. Und auf der anderen Seite haben wir ein parkartiges Gelände, wo Wohnwagen und Wohnmobile zusammenstehen können. Mhm. Und wenn man landschaftlich reizvoll stehen möchte, mit dem Blick auf die Elbe und die vorbeifahrenden Schiffe sehen möchte, dann stellt man sich vor den Damm. Mhm. Also die Wohnmobilisten werden mehrheitlich da hinten Platz nehmen, aber dürfen natürlich überall woanders auch stehen. Die Sanitäranlagen, die sind für die Leute, die hier auf dem Platz sind, ebenfalls inklusive? Die Sanitäranlagen dürfen alle genutzt werden. Ja? Wir haben einmal eine Hauptsanitäranlage hinter dem Damm und wir haben vor dem Damm ergänzende Sanitäranlagen, die auch genutzt werden können. Also alles da, im Prinzip sind wir da fast wie auf einem Campingplatz. Ja. Volles Campingleben hier. Und wenn man mit dem Fahrrad kommt, kann man... Mit dem Fahrrad kann man hier wunderbar fahren. Es gibt ganz tolle Fahrradwege. Die Fahrradwege führen auch in die Stadt Hamburg. Wenn man kein Fahrrad mit hat, kann man bei uns auch ein Fahrrad ausleihen. Man kann ein E-Bike ausleihen oder ein Fahrrad. Oder wenn man das bequem haben möchte, kann man bei uns auch am Stellplatz ein Auto ausleihen und damit fahren. Die Entsorgung finden wir gleich bei der Einfahrt vor dem Campingplatz. Was macht ihr für eine Serie? Es geht um Deutschlands schönste Campingplätze. Und da gehört Stower Strand dazu? Da gehört der Stower Strand mit dazu und das wird gerade bebildert sozusagen. Mhm. Das ist dann in dem Bild am Sonntag zu sehen. Sehr schön. Ist der Platz behindertengerecht? Ja, ist er. Geht also problemlos? Das. Absolut. Ja, wobei du kannst ja ein Stück laufen, das weiß ich jetzt nicht, das ist immer so. Aber Sie fühlen sich wohl hier. Ja. Ha? Das ist ja gut. Und jetzt geht es wieder zurück. Jetzt ein kurzer Ausflug nach an die Elbe. Ja. Und nachher geht es wieder zurück. Und das alles mit dem Fahrzeug, nichts zu Fuß. Sie können nicht laufen. Doch, ein Stückchen laufen kann ich. Ein Stückchen schon. Aber nachher lässt die Energie nach. Genau. Ha? Gut. Also, dann noch viel Spaß. Ihr seid im Urlaub hier? Ja. Gut, das dritte Mal schon auch. Schön. Mhm. Also dann noch einen schönen Urlaub. Danke. Einen schönen Abend. Danke, danke. Tschüss. Danke. Danke. Norbert, wo stehen wir jetzt? Wir stehen in unserem Edeka-Markt, den wir ganz neu gemacht haben und wo jeder für den täglichen Bedarf
sich etwas aussuchen kann. Mhm. Der ist saisonal geöffnet? Der ist das ganze Jahr über geöffnet. 365 Tage im Jahr ist der Edeka-Markt geöffnet. Und Sie bekommen hier frische Brötchen. Wir backen selber etwas 20 verschiedene Brötchensorten. Sie bekommen hier Getränke, Sie bekommen hier Eis. Sie bekommen hier Torten und Campingbedarf. Alles, was Sie benötigen für einen angenehmen Aufenthalt. Also, für den Bauch ist gesorgt. Genau. Und zu essen gibt es auch hier im Restaurant? Ja, hier kann man sehr gut essen. Man kann aussuchen, entweder hier im Restaurant oder im Hausboot. Die Küche ist hervorragend. Wir sind Landessieger in der regionalen Küche 2014. Einfach mal ausprobieren. Wenn ihr Fahrräder mit dabei habt, erkundigt unbedingt auch die Umgebung. Krümse als Beispiel gehört zu einem beliebten Naturrevier mit Nistplätzen für Störche. Von hier aus ging es weiter nach Hunden. Ein schöner Tag geht zu Ende und morgen geht es nach Hamburg. Wenn wir dann in Hamburg beim Fischmarkt angekommen sind, sehen wir das rege Treiben am Hafen. Passagier- und Hochseeschiffe starten von hier aus auf große Fahrt in die Weltmeere. Strandleben inmitten Hamburg könnt ihr bei der Strandbar Del Mar erleben. Am Hafen stehen auch Museumsschiffe zur Ansicht bereit. Das Hafentreiben ist sehr interessant und es gibt viel zu sehen. Am besten sitzt ihr euch an die Elbe und schaut dem Geschehen zu. Beim Eindunkeln wirkt alles noch imposanter. Vor allem, wenn ein Containerschiff mit bis zu 4000 Container beladen wird. Nachts ist dann auch bei der Reeperbahn was los. Dort werden vor allem Männer umworben. Tagsüber empfehle ich eine Stadtrundfahrt. Die meisten Gebäude stehen auf Pfählen, auf Eichenpfählen und die Speyerstadt auch. Denn da steht alles auf Wasser und Eiche verträgt sich mit Wasser sehr gut. Das geht eine chemische Reaktion, liebe Gäste. Eiche und Wasser kann stärker als Beton werden, solange da kein Sauerstoff verträgt. Links sind die Orientteppiche der Iraner, da können Sie rein unter der Woche, haben die alle auf und dann, wenn man da länger reingeht, kommt man ja wieder mit Teppichen raus. Muss man ein bisschen aufpassen. Wir fahren am Hauptbahnhof vorbei zum Alstersee. Da ich mit dem Doppeldeckerbus unterwegs war, konnte ich gar nicht richtig aufzeigen, wie grün doch Hamburg ist. Beim architektonisch prachtvollen Rathaus steige ich aus und schaue mir dieses Bauwerk etwas näher an. Hamburg mit seinem Hafen und die Altstadt ziehen jedes Jahr Millionen Besucher in die Hansestadt. Eine Attraktion ist auch die evangelische St. Michaeliskirche, auch Michael genannt. Es ist Hamburgs bekannteste Kirche und gilt als Wahrzeichen. Auf dem Turm habt ihr einen tollen Rundumblick über die Hafenstadt. Nun bin ich also wieder beim Fischmarkt und dem Hafen.
Dieses Hamburg fasziniert mich immer wieder. Darum, wir sehen uns bestimmt beim Stoverstrand in Drage.